Ich bitte darum, dass Mademoiselle Rihanna und Sie sich nach Ihrer morgendlichen Pflichten für die Dame des Hauses in den Personalquartieren einfinden. Jawohl, Detective. Aber bitte helfen Sie Lissy. Es war alles nur ein Unfall. Sie hat es nicht verdient, den Rest ihrer Tage wegen dieses Mannes hinter Gittern verbringen zu müssen. Falls sie eingesperrt wird, dann nur, weil das Gericht dies so entschieden hat. Detective, Sie können doch nicht so grausam... Ja, wieso grausam? Wir sind doch kein Richter. Es ist keine Grausamkeit, Monsieur. Es ist das Gesetz. Nach all diesen Enthüllungen ist in meinem Kopf so viel los wie in Monsieur Goulets Konfiserie. Ich habe alle Teile des Puzzles beisammen, um schlussfolgern zu können, warum Elisabeth den Major ermordet hat. Jetzt muss ich meinen kleinen grauen Zellen nur noch erlauben, sie zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Naja, dann machen wir das doch. Neue Gedankenkarte. Die Dokumente aus dem Geheimzimmer legen ein mögliches Motiv offen, aus dem heraus Elisabeth den Major getötet haben könnte. Wo fangen wir denn da an? Die Finanzen des Majors befanden sich in einem schlechten Zustand. Der Viscount hat Angelie für sein Eigentum vermacht unter der Vormundschaft der Madame. Leere Feldflasche. Unehrenhafte Entlassung. Der Major hat das Lösegeld bezahlt. Der Major hat die Forderungen aus dem Brief bezahlt, der an ihn adressiert gewesen ist. Er muss sich um große Sorgen gemacht haben, dass irgendetwas an die Öffentlichkeit dringt. Doch was kann das gewesen sein? Formeller Brief. Ein Brief, in dem die Entlassung des Majors angeordnet wird und einige Details zu seinen Taten während des Krieges aufgelistet werden. Der Major hat Kriegsgefangene getötet. Dies war der Grund für seine Entlassung und eine Tat, auf die er unter keinen Umständen stolz sein sollte. Ich nehme an, dass der Major dieses Geheimnis nicht ans Licht kommen lassen wollte. Ja, und das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum er das Lösegeld bezahlt hat. Großartig. Diese Information hätte seinen Ruf zunichte gemacht, wenn sie jemals ans Tageslicht gekommen wäre. Für eine Erpressung ergab sich damit das ideale Motiv. Ja, das stimmt. Der Major wurde aufgrund seiner Kriegsverbrechen erpresst. Ja. Die Finanzen des Majors befinden sich in einem schlechten Zustand. Unehrenhafte Entlassung. Der Major erhält kein Ruhestandsgeld. Ja, deswegen hat er schlechte Finanzen. Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so sehr überraschen. Die finanziellen Probleme des Majors haben ihn dazu gezwungen, eine neue Einkommensquelle zu suchen. An wen könnte er sich in solch verzweifelten Zeiten wohl gewendet haben? Entweder an Cassandra oder an Ernesto, oder? Der Major brauchte dringend einen gut bezahlten Job. Ja, und Ernesto hat ihm doch einen Job vermacht. Warte mal, wo ist der? Wo ist Ernesto? Luc, der Major, Viscount. Wo ist Ernesto? Der Major hat das Lösegeld bezahlt. Nein, der Major, nein. Ja, aber wir wissen das doch. Ach, hier. Ernesto hat den Major für seine Unterstützung gut bezahlt. Der Major brauchte dringend einen gut bezahlten Job, genau. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Der Major musste den Job vorantreiben, da er den einzigen Weg darstellte, um sich Geld zu sichern. Was könnte er getan haben, um den Abschluss eines Auftrags sicherzustellen? Der Major musste sicherstellen, dass der Auftrag erledigt wurde. Ja. Der Major musste sicherstellen, dass der Auftrag erledigt wurde. Die Sicherheitskräfte haben zuerst angegriffen. Ja. Was für eine Enthüllung.
Um sich seine Bezahlung zu sichern, muss der Major wohl den Angriff auf die Strikes befohlen haben. Was für Konsequenzen hatte dieser Erstschlag des Majors? Naja, unter anderem, dass Luke gestorben ist, ne? Der Major hat den Angriff auf die Strikes befohlen, ja. Luke starb bei einem Fabrikstreik. Ja, allerdings, das haben wir ja schon früher ein bisschen vermutet, ne? Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Die Taten des Majors führten unglücklicherweise zu Lukes Tod. Und all das nur aus reiner Gier. Wer war davon am meisten betroffen? Ja, im Grunde entweder Elisabeth oder Rihanna, ne? Die Befehle des Majors führten zu Lukes Tod. Ja, ach so. Elisabeth ist die Mörderin. Ja genau, wegen den Befehlen, die er gegeben hat. Ein weiterer Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. Sehr schön. Elisabeth hat mehr verloren als alle anderen Beteiligten. Sie könnte auf Rache aus gewesen sein. Na, weiß ich nicht. Elisabeth wirkt auf mich nicht wie eine rachsüchtige Person, doch alle Zeichen deuten darauf hin, dass sie auf Rache für ihren geliebten Luke ausgewiesen ist. Ja, aber warum dann jetzt und nicht schon dann, als Luke gestorben war? Ziel abgeschlossen. Sehr schön. Wenn ich Mademoiselle Elisabeth konfrontiere, dann muss ich in Bestform und meine kleinen grauen Zellen auf alles vorbereitet sein. Ich sollte zumindest versuchen, etwas Schlaf zu bekommen. Ja, das wäre wohl nicht schlecht. Ich habe keine Zeit, mich wegen meines Schlafmangels in Selbstmitleid zu suhlen. Ich muss mich Mademoiselle Elisabeth stellen, um ein für alle Mal die Wahrheit hinter diesem Fall ans Licht zu bringen. Oh, ja, herein. Detective Poirot, ich bin froh, dass Sie wach sind. Ja. Bonjour, Mademoiselle. Die letzte Nacht war ohne Frage nicht besonders erholsam. Es gibt etwas, das wir besprechen müssen. Bitte, Detective. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Überraschungen wie die von gestern Nacht verkraften kann. Ich fürchte, dass diese Überraschung Sie noch schwerer treffen wird als alle anderen zuvor. Sie haben Felix Mörder gefunden, nicht wahr? Ja. Das habe ich in der Tat. Und die Wahrheit hinter der Tat wird Sie ohne Frage schockieren. Es bereitet mir wirklich keine Freude, Ihnen dies offenzulegen, Mademoiselle. Bitte, Detective. Es war Mademoiselle Elizabeth, die dem Major das Leben genommen hat. Das muss ein Irrtum sein. Elizabeth könnte so etwas niemals tun. Ich versichere Ihnen, dass dem nicht so ist. Es ist eine Schlussfolgerung, zu der ich nach reiflicher Überlegung gestern Nacht gekommen bin. Als Sie mir davon erzählt haben, dass die Telefonleitungen gestört seien, ließ mich das eine Unterhaltung hinterfragen, die ich zuvor zwischen Monsieur Sterling und dem Major gehört haben wollte, bevor er den Anruf zu ihm durchgestellt hat. Aber die Leitungen sind schon das ganze Wochenende lang gestört. Exactement, Mademoiselle. Ja. Da wurde mir bewusst, dass ich erneut angelogen worden war. So, pass auf. Als ich mich auf den Weg gemacht hatte, um mit Monsieur Sterling und Mademoiselle Rihanna zu sprechen, traf ich auf Mademoiselle Elisabeth. Ja, das stimmt. Sind Sie gestern Nacht nicht von dem großen Lärm wach geworden, der aus dem Lagerraum gekommen ist? Ja. Das bin ich nicht. Was haben Sie dort drinnen gemacht, Detective? Ich? Das war ich nicht. Das war Archibald. Ich habe dort Monsieur Sterling angetroffen. Es hat mich überrascht, dass irgendjemand zu dieser Zeit wach sein würde. Was in aller Welt hat er dort gewollt? Er behauptete, dass er sich lediglich an seine Zeit mit der Familie zurückbesinnen würde. Sie haben ihm das nicht geglaubt? Ja, natürlich nicht. Es dauerte nicht lange, bis ich den wahren Grund für seine Anwesenheit aufgedeckt hatte. So wie die Waffe, die für den Mord am Major eingesetzt worden ist. Richtig. Wussten Sie, dass es einen versteckten Bereich im Lagerraum gibt?
Also würde mich wundern, wenn sie es nicht wissen würde. Ein versteckter Bereich? Ja. Ein Raum, der alle Geheimnisse des Majors beherbergte. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Haben Sie den Grund für seine Erpresserbriefe entdeckt? Das habe ich. Waren Sie sich der Tatsache bewusst, dass er unehrenhaft aus der Armee entlassen worden ist? Unehrenhaft? Was bedeutet das? Er wurde rausgeschmissen. Ich werde die Wahrheit nicht vor der Mademoiselle verbergen, aber ich denke, dass ein gewisses Taktgefühl im Hinblick auf die Neuigkeit zu den vergangenen Taten des Majors angebracht ist. Ja. Ich bin mir sicher, dass Sie schon von Monsieur Zacharias Problemen gehört haben, die ihn aufgrund seiner Zeit im Krieg belasten. Ja, Gideon hat mir von der Unterhaltung erzählt. Es ist wirklich sehr erschütternd. Zachariah war sehr beharrlich, als es um seine Schilderung zu den Grausamkeiten des Majors während des Krieges ging. Aber ihr Ausmaß war uns bis jetzt noch nicht vollständig bewusst gewesen. Er hat eine Reihe von Gefangenen hinrichten lassen. Männer, die gute Freunde von Zachariah waren. Das ist doch sicherlich nicht wahr. Er würde so etwas nicht tun. Sie haben bestimmt versucht zu fliehen. Glaube ich nicht. Ich fürchte nicht. Tatsächlich waren sie sogar unbewaffnet. Ja, sonst wäre er auch nicht unehrenhaft entlassen worden. Oh, Detective. Ja. Diese Tat war der Grund hinter seiner Entlassung aus dem Militär und warum ihm seine Pension versagt wurde. Und ich denke auch, warum er aus England geflohen ist. Er war so lange Zeit ein wichtiger Teil meines Lebens. Aber es kommt mir so vor, als hätte ich ihn kaum gekannt. Ja. Monsieur Sterling war unnachgiebig dabei, Mademoiselle Elisabeths Unschuld zu beteuern. Unschuld? Haben Sie nicht gesagt, dass sie ihn ermordet hat? Ja, aber das muss sie ja nicht mit Absicht gemacht haben, also. Sie hielt ohne Frage das Messer in Händen. Doch Monsieur Sterling bestand darauf, dass die Tat lediglich Selbstverteidigung gewesen ist. In all den Jahren, die ich sie nun schon kenne, hat sie kaum jemals ihre Stimme erhoben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie so eine Tat aus reiner Boshaftigkeit begehen würde. Ja, das hat sie auch nicht. Sie hat sie aus Notwehr getan. Die ganze Wahrheit wird sich uns erst enthüllen, nachdem Mademoiselle Elizabeth ihre Seite der Geschichte erzählt hat. Mhm. Und ich hoffe, dass sie nicht lügt, also Elisabeth. Ich habe zugelassen, dass meine Wahrnehmung ihres Charakters jeglichen Gedanken an ihre Beteiligung verschleiert hat. Und anscheinend war ich dabei nicht der Einzige. Sie ist auch drauf reingefallen. Als ich mich auf den Weg gemacht hatte, um mit Monsieur Sterling und Mademoiselle Rihanna zu sprechen, traf ich auf Mademoiselle Elisabeth. Eigentlich war ihr aufgetragen worden, dass sie sich in den Personalquartieren ausruhen sollte, weil sie sich in letzter Zeit nicht gut gefühlt hat. Ich fürchte, dass dies nur eine weitere Lüge war, die inszeniert worden ist, damit sie sich nicht selbst belasten würde. Warum glauben Sie das, Detective? Ich konnte lediglich ein paar Worte mit ihr wechseln, bevor wir ziemlich abrupt von Monsieur Sterling unterbrochen worden sind. Ich muss eingestehen, dass er manchmal die Angewohnheit hat, den anderen Bediensteten ins Wort zu fallen. Es war mehr als eine bloße Unterbrechung unserer Unterhaltung. Er mischte sich ein, damit Mademoiselle nichts sagen würde, dass ihr später zum Verhängnis werden könnte. Ja, er hat sie beschützt. Elizabeth hat also Felix ermordet und danach hat Archibald ihr dabei geholfen, ihre Spuren zu verwischen? Ja, und Rihanna wahrscheinlich auch, ne? In einfachen Worten, oui. Ich habe es direkt aus erster Hand erfahren. Sie haben bereits mit Elizabeth gesprochen? Hat sie den Mord zugegeben? Nee, der Sterling hat... Nicht mit Elizabeth, sondern mit Monsieur Sterling. Es ist an der Zeit, Mademoiselle Elizabeth direkt zu konfrontieren. Ja. Würden Sie es mir gestatten, ebenfalls anwesend zu sein? Ja, komm mit. Ich halte das für eine exzellente Idee. Ja. Ihre Anwesenheit wird die Mademoiselle hoffentlich beruhigen, damit sie so offen wie möglich mit mir reden kann. Bitte, Detective. Ich weiß, dass sie etwas Schreckliches getan hat. Aber ich flehe Sie an, dass Sie ihr Zeit geben, um Ihre Taten zu erklären. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich werde Mademoiselle Elizabeth den fairen Prozess ermöglichen, den sie verdient hat. Genau wie ich es für jeden anderen Verdächtigen tun würde. Vielen Dank, Detective Poirot. Könnten Sie Mademoiselle Elizabeth zum Studierzimmer geleiten, wo wir nicht gestört werden sollten? Natürlich. Ich werde sie sofort aufsuchen.